So, als nächstes gehen wir durch das kleine Kellerfenster rein. Ja, natürlich mit dem Rohr. Was würden wir ohne dieses Rohr machen? Ja, genau. Meine Güte, wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Hallo. Aber du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Mein Rohr, nicht vergessen, genau. Ruh dich erstmal aus. Es gibt Tee und Gebäck. Gute Nacht. Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich habe dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, Gold, was man halt sonst so hier rumliegen hat, natürlich. Ich habe versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauen. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Ja. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, dann kommst du vielleicht an sie ran. Vielleicht. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Stimmt, ich bin auch nackig, ne? Da ist dein Hemd in der Truhe da drüben. Ruhe. Und lass deine Waffen hier. Im Gasthaus tragen sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Nein, ich. Fluchtes Regime. Und die Leute folgen diesen Kerlen wie hirnlose Ghoul. Genau. Vielleicht verdienen sie es auch. Chuck. Chuck, noch eine Waffe. Wo ich das auch alles hat. Interessant, wenn ich nackig bin. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Ja, das mache ich alleine, verrostet. Du hast nur nichts in der Arme. Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum brennenden Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Komm wieder, sobald du... Das Rohr nehme ich natürlich mit, ist ja klar. Und wir trinken hier nicht, alter Säufer. Da soll ich jetzt runter? Das ist total tief, da sterbe ich doch. Gibt's hier keine Leiter? Also los, mein Lieber, steig in den Tunnel. Er bringt dich zum Brunnen und hoch in den Hinterhof des Gasthauses. Blöde Kuh. Uah. Das ist die... Die Scharniere funktionieren noch, wenn ich zurück bin. Ja, das hoffe ich auch. Das ist die Kanalisation? Glasklares Karibikwasser? Also das mit den Autobahnen, mit diesem Karibikwasser in der Kanalisation, das haben die Nazis echt drauf. Klar, das ist gut. Ah ja, gut, dass wir das Raum mitgenommen haben. Adieu, schönes Karibikwasser. So, ich bin ja jetzt Zivilist aus dem Karibikwasser aufgestiegen und eigentlich stirb ich hier keine Feinde, oder? Dass die immer so komisch rumliegen müssen, diese Hunde. Ich möchte dich mal ausschalten, für den Fall, dass ich hier später nochmal lang muss. Das ist, glaube ich... Meine Cousine hat eine Spelunke in Mesquite. Hab dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candice ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. Mhm.
Mein erstes Geld habe ich damals in der Metallverarbeitung verdient. Im kleinen Betrieb, wo ich wo ich Federenden geschliffen habe. Falls es jemand interessiert. Ja, genau. Fällt auch bestimmt nicht auf, wenn in diesem riesigen 100-Mann-Betrieb auf einmal ein neuer Kellner da ist. Oh, das Lagerfeuer ist schön. Rudolf meint, dass ihr heute den Kellner öffnen werdet. Schnell. Sieht so aus, als ist alles blockiert. Also muss ich wohl hier, ja. Ui, 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 ui. Die Bader, wir sind immer noch Paderborn, ist es so geil. Oh! Darf ich hier rein? Schnipschen! Einen leckeren Wein! Hey, Ober! Frau Oberstleutnant von Scharps ist hier! Ja, das weiß ich! So, spricht man das aus. Hallo! Will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Gute Synchronisation. Zurück zum Bord. Warten Sie. Scheiße. Scheiße. Ja, ich warte. Müsstest du mich jetzt nicht ansprechen, wenn du sowas sagst? Setzen Sie sich. Oh, nö. Wie heißen Sie? Franz. Genau. Franz. Mein Cousin ist auch so. Aha. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet. Nicht wirklich, Schnäpschen. Ich habe uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Was? Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Ja, gerne. Da ist bestimmt kein Gift drin. Den habe ich nämlich gerade unten geholt. Gerade von unten geholt, aus der Küche. Und? Köstlich. Köstlich. Oh. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Oh, die linke Hand gefällt mir nicht. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Hm. Oh, lecker. Ja, man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Hilda! Paderborn liegt in den Bergen. Man trinkt mal Weißbier in Lederhosen. Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist, sondern ein Spion. Au! Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Ja. Also, her mit der Akte.
Franz! Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Ist das denn? Ich hätte jetzt gedacht, dass der Wachsoldat, der hinter mir steht, mich erschossen hätte. Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, wie geht's statt? Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssten zur... Da sehe ich das Beinproblem. Kapitel 6, Ruinen. Oh, meine schöne Rüstung. Nur eine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Hessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Und dann bringe ich alle mit diesem Rohr um. Ja, ich lese es doch nicht. Es ist mir für einen Shooter etwas zu leselastig. So, irgendwie muss ich jetzt hier raus. Hier vielleicht ist ein Geheimgang? Ich befürchte nicht. Nein, nein, nein. Ja, und wie soll ich hier rauskommen? So. Munition habe ich schon mal wieder. Brennt das hier? Uiuiuiuiui. Munition habe ich schon mal wieder. Brauche ich nur eine Waffe. Das ist immer das gleiche Problem mit diesem Shooter. Gold. Was? Ja, ja, hau drauf! Hau! Hau! Nein, nicht du, ich dich! Was ist das denn jetzt? Brennende Nazi-Soldaten? Im heiligen Paderborn? Oh, diese theatralische Musik. Gut, dass ich mein Rohr einmal dabei habe, ey. Auf zu brennen. Okay, wir sind ja gerade. Ah, da sind wir gerade. Medi habe ich genug. Helm nehme ich mal. Mal schauen, was hier in der Küche war. Schreckliche Geräusche. Oh, hier geht's. Bumm. Was ist das denn? Der Koch? Du hast ein Messer im Auge. Nicht hauen! Ich bin der Held in diesem Spiel. Blöd, Mann. Oh, jetzt hab ich... Komm, Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Genau, konnte ich dann hier noch tiefer rein? Gab's hier? Noch ein Medikit? Oder meine Waffe? Gold, natürlich. Ich will kein Rohr, ich will eine Waffe. War das vorhin auch schon so? Was ist denn? Das ist die Schleifspuren von so einem Hund. So Kratzspuren, Krallenspuren. Gehen wir hier mal rein. Irgendwie die Erde ist aufgebrochen, da kommt so ein leckeres Gas raus.
Das kam bestimmt gut, dass wir das Rohr bei haben. Was würden wir sonst nur in diesem Shooter machen? Ey, mach mal schneller hier. Hau mal, hau weg. Hinter dir, hinter dir. Sie brennt. Oh. Ach, hier sind wir. Da sind hier unsere Waffen drin. Oh nein. Das hast du nicht verdient. Das hast du wirklich nicht verdient. Warum habe ich nicht meine Munition auch da reingelegt? Okay, Prinzip brauche ich hier nicht. Ja, ja, ja. Schlag du mal um dich. Okay. Ein Messer. Noch ein Messer. Das heißt, wir können jetzt Bombenmunition, Rüstung. Oh, du bist so lang. Du zappelst immer so mit dem Kopf. Da kann man ganz schwer treffen. So, gut ist. Meine Waffe, du kannst doch eh nicht umgehen. Oh, du branntest gar nicht. Ja, hier sind noch Helme, da ist auch noch ein Helm. Da habe ich auch was gesehen. Noch ein Messer. So. Bist du ein Gegner? Du bist eine Pflanze. Dann bleib du mal eine Pflanze. Was bist du denn? Ach du Gott, brennende Nazi-Hunde. Entschuldigung, in den Menschen. Nicht so rumzappern mit dem Kopf, sonst trifft man da doch nicht. Oh. Nicht rumzappeln. Oh, schrecklich, ey. Ich hatte die doch vorher alle schön erledigt. Warum sind die jetzt noch hier, diese bösen Hunde? Schönes Bild. Genau. Das bergige Paderborn. Nicht rumzappeln! Ah, jetzt sah ich aber ungeschickt nach. So, jetzt hört man auf zu brennen, dann kann ich über euch steigen. Nicht, dass ich noch mir mein schönes Hemd versaue. Was hast du denn da schon wieder im Auge? Eine Flasche. Ja, nee, ist klar. Gut, Granaten. Rüstung bin ich jetzt auch wieder voll. Oh, gut. Ja, ja, komm. Ja, jetzt zappelt er wieder so rum mit dem Kopf, was mich nicht treffen kann. Steh erstmal auf. Leg ihn wieder. Oh. Boah, du hältst ganz schön viele Schüsse aus. Außer man trifft den Kopf. Ist auch eine Rüstung, ist auch noch eine. Ja, genau. Ja. Nicht so mit dem Kopf rumzappeln. Das heilige Paderborn, was ist nur daraus geworden? Da runter? Was? Laskovic, können Sie mich hören? Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenruinen. Was? Wahrscheinlich ist das der Grund für die ganze Scheiße. Wo sind genau. Sie jetzt? Na, nicht so rumzappeln. Oh, jetzt rennst du gleich, oder? Was waren Schießen denn, Zombies? Entschuldigung,
Der war daneben. Entschuldigung, ich muss mal durch. Ich habe ein Rendezvous und Schnäpschen. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Oh, Jungs, ey. Nicht so rumzappeln. So, immer auf den Kopf. Nachladen.